So, meine Lieben, hallo, ich wollte euch mal zeigen, wie die Pina meine Haare geschnitten hat. Also ich finde, für das erste Mal sieht es gar nicht so schlecht aus. Hier hinten, guck mal, hier. Also ich finde es wirklich gut für das erste Mal. Du hast das erste Mal heute meine Haare geschnitten, richtig? Ich finde, es sieht gut aus. Ist okay, wirklich. Nicht schlecht. Wir haben so eine Maschine, Schnittmaschine gekauft. Und das hat eigentlich alles funktioniert. Oder? Du kannst ja noch in YouTube ein bisschen schauen. Und, To get better. ja, genau, und dann besser werden. Immer besser werden. Versuchen, besser zu sein, als man ist. Ja, genau. Und die Pinja, wo gehst du jetzt hin? Rewe oder nicht? Nee, ich möchte Rewe gehen. Was kaufen? Ist Papier. I want to make Papier. I will show you. Was ist Papier? Papier. Because. Ist es ein thailändisches Gericht? Ah, das sind so Frühlingsrollen, ja? Okay. Ja, versuch mal. Nimmst mal die Kamera mit und gehst und zeigst mal unseren Abonnenten, was du so einkaufst im Rewe. I will make this one for Philipp Patina. Auf Deutsch bitte. Ich mache ein Essen, ich weiß es nicht in Deutsch, Ja. für morgen. Wir haben Party Beim Philipp. bei Philipp, ja. Genau. Ja, Leute, und Pinja möchte ja Frühlingsrollen machen und die gibt es wohl beim Rewe nicht. Habe ich Ich das. weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es nicht, vielleicht gibt es welche, vielleicht auch nicht. Und wir haben jetzt im Thai-Shop angerufen, Kirchheim, Angerufen, ja? ja. Und da gibt es, ja? Sie sagt, ich habe. Also, und was kosten die? Weißt du? Ich sage nicht. Ich habe nie gesagt. Ich habe nicht gefragt. Gefragt. Genau. Aber ich fahre da mal vorbei und dann nehme ich mal die Frühlingsrollen mit und bringe das zu der Pinja. Pinja, sing hier. Bin ich unterwegs zu diesem kleinen Thai-Shop bei uns in der Stadt und ich kaufe das Zeug für die Frühlingsrollen. Also die Pinja hat die vorhin angerufen und es ist wohl da und jetzt hole ich es ab. So sieht es aus, der kleine Shop. Hier habt ihr halt viele Sachen, was die Asiaten und die Thais so brauchen. Den guten alten Sengsam gibt es hier übrigens auch für 20 Euro, glaube ich. So, jetzt habe ich die Frühlingsrollen Spring Rolls Pastry abgeholt. Und diese, das sind 40 Stück. Und die kosten 3,50, genau. So sieht es aus, meine Lieben. So dreckig. Guck mal, wie dreckig der Ja, ist. ja, ja, Du musst muss, ihn mal muss waschen. mach, muss sauber machen. Du musst ihn Sogar. waschen. Actually, this is what I know, but I forget. Eigentlich. Ja, eigentlich. Eigentlich, ich möchte suchen Luca zusammen mit Ihnen.
Ja, aber der ist schon hier. Er ist schon hier. You should hold this like this. Look, this is microphone. One. Two microphone. Yeah, so hold like this. Dreckig. Wann wäschst du ihn wieder? Hä? Du musst ihn mal waschen, duschen. Ja, ja, ja. Gut. So, unsere Freunde, wir fahren jetzt mit der Pina zum Lidl, weil, wie gesagt, morgen fahren wir ja, gehen wir zu einem Kumpel von mir, dem Philipp, den ihr schon von den Videos kennt, seine thailändische Freundin ist zu Besuch da und die Pina hat überlegt, was möchtest du machen morgen? Frühlingsrollen, ja? Ja. Genau, also Teig habe ich ja gekauft. Bist nicht, ah, ich bin nicht angeschnallt. Oh mein Gott. Sorry, Leute. Genau. Sie, ich habe heute einen Teig gekauft und sie ist praktisch. Was müssen wir da noch kaufen beim Lidl? Paprika. Paprika. Pilz. Pilz, genau. Und Hähnchen. Und Hähnchen, ja? Und Eier, Mama. Und Eier, okay, alles klar. Und dann machst du das alles zu Frühlingsrollen. Mhm. Ich mache dann später halt noch ein Video, wie du das machst, okay? Aber nicht so lang, das geht schnell. Also, dass ihr dann auch wisst, wie die Pinien das machen. Genau. So, dann sehen wir uns, würde ich sagen, wenn wir mit dem Einkaufen fertig sind. Dann zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Bis dann. Leute, jetzt sind wir hier beim Lidl. Immer günstige Preise für die beste Qualität. Du verstehst alles, oder Pina? Ja. Sehr schön. Aber so günstig ist es auch nicht mehr. Es ist ziemlich teuer geworden. Also meine Lieben, jetzt haben wir hier einiges gekauft beim Lidl. Zum Beispiel Champignons 1,75, Mini Paprika 1,19, Paprika Mix 99 Cent, Chicken Nuggets je, sag mal, 4 Euro, Curry 2,40, Eier 1,99, Rapsöl 2 x 3,98 und den Rest könnt ihr sehen. Schenkel, Pilze hast du nicht gekauft. Hm? Ah, Champignons hast du gekauft, 1,75, ja? Mhm. Für Frühlingsrollen, ja? Ja. Genau. So, und das hat uns jetzt alles 39 Euro gekostet. Das ist ja echt krass. 39 Euro für das, das ist gar nicht viel. Ich meine, früher konntest du für 40 Euro einen kompletten Wagen voll kaufen, aber naja, so sind halt die Preise momentan. Ist alles ziemlich teuer geworden, gell Pina? Ja. Wo du vor 3 Jahren in Deutschland warst, war alles günstiger, ja? Ja, manchmal die Produkte. Produkte? Mehr teuer. Teuer. Sind mehr teuer, sind viel teurer geworden, ja? Zum Beispiel Fisch für meine Katze. Ja. Und ich war hier vor einem Monat. Ja. Die kostet 2,49 Euro. Genau. Aber jetzt 3,29 Euro. Ja, 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 das stimmt. Nur 3 Monate. Ja, es war alles teurer geworden. Ja, so ist es halt leider. Kann man auch nichts machen. Aber gut, wo ist es nicht teurer geworden? Ganz ehrlich, in Thailand oder in Asien oder wo auch immer, ja, ist das Leben. Nee, in Thailand auch teuer. Meine Schwester hat gesagt. Schweinefleisch alles ist auch teuer. Alles teuer. Ja, weil Benzin, Diesel, ist alles teurer geworden. In Thailand Diesel, ich denke, ungefähr 40, oder? Ja. 40 Baht, 40 ein Liter, Baht. Ja. Ja, Leute, so sieht's aus. Also. Leider wird das alles teurer. Gut, wenn die Gehälter so schnell steigen würden wie die Preise, wäre es natürlich kein Problem. Aber leider steigen die Gehälter nicht so. Wir wollten auch mal zum Beispiel anschauen, was Wohnungen kosten. Also die Preise für Wohnungen, die sind unbezahlbar. Also eine 4-Zimmer-Wohnung zum Beispiel, ja? Oder 3-Zimmer-Wohnung, sagen wir mal in einem Haus, das 1909 ab 1990, das kannst du nicht bezahlen, die kosten 400.000 Euro, ist alles teurer geworden, ist alles viel oder sehr, sehr teuer geworden. Naja, also Leute, das haben wir jetzt gekauft, dann sehen wir uns, wenn die Pina die Frühlingsrollen macht, ja Pina? Mhm. Genau. Hallo zusammen, heute koche ich Spring Rolls. So, erst ich koche die Sort. Ich weiß es nicht in Deutsch wie heißt. So, ich habe Chili und ich möchte
mache mit, wie das mit Knoblauch und das Zucker Saft und das ist, ich weiß es nicht, hier hart gibt oder gibt nicht. So, man gibt nicht, sie brauchen nicht. In Englisch ist Tamarind. In Deutsch, ich denke, Tamarinde, oder? Ich weiß es nicht. Okay, start bei hier. Russland ist nicht hier, so ein bisschen kann ich trinken. So, ich mache mir das. Wenn Sie haben nicht das, die Tamarinde, kann mit Wasser. Ja. Schön. Ja. Und Öl. Ein bisschen. Nicht so viel, ein bisschen. Man kann später put. You can put later. When you want more taste. Something like. And Zucker. Ich brauche Ei und halb. Und dann Salz. Oh. Salz nur halb. Ich habe ein bisschen. Okay. Und jetzt, ich habe gekocht für Hawaii. 10 Minuten ungefähr. Ungefähr 10 Minuten und dann. Ich nehme Chili. Nein, nein, muss fertig mit der. Okay. Und jetzt ein bisschen mehr. Mit Chili. Du musst probieren, weißt du, ob es so scharf oder nicht. Aber Paprika nicht so viel scharf. Nicht so scharf. Probieren. Nicht schlecht. Ein bisschen mehr. So, wenn es schmeckt oder schmeckt nicht, kann man mit Salz mehr oder Zucker oder andere sauer. Und jetzt, ich denke, das ist ein bisschen mehr. Oh. Nächster, ich koche andere. Ich weiß es nicht, wie heißt in Deutsch. So, ich hier gibt Hackfleisch, Pilz, Karotte und Nudeln. Und das. Du musst schneiden. So klein. Und das Knoblauch, Pfeffer und das Korianderwurzel. Hören Sie? Noch einmal. Korianderwurzel. Ja, ich weiß es nicht. In Deutsch oder. Coriander root. Das ist Englisch. Korianderwurzel. Das ist Deutsch, okay. Mix it zusammen. Ja. Jetzt brauche ich ein bisschen, nicht so heiß. 6. Ein bisschen Oi. Und ja. Und
paprikas. Das ist nicht keiner schmeckt, aber nicht gut. Dann brauche ich Hackfleisch. So viel, oder? Hm? Braten. Nicht gut, ne? Ja. Geht gut. Nicht scharf, oder? Nur Farbe. Ja. Das schmeckt bestimmt gut. Ja. Aber ich denke, du hast es halt genommen, als ich den viel da. Ah, das ist nicht so schlimm. Und morgen kannst du so eine Füllung spielen. Und das auch kommt. Nein, mach heute und dann zwei wir den zusammen. Ah, und morgen. Und morgen noch braten. Ja. Aha. Und jetzt, Entschuldigung, Leute. Ich vergesse. Zeigen Sie. Ich habe gekocht mit Karotte. Dies. Fleisch, Hackfleisch, ja, zusammen. Esse muss Knoblauch und Hackfleisch und Pies und da Karotte. Und lasse für vielleicht 10 Minuten. Okay? Und jetzt, ich mache mit das. Weil das ist, gefällt mir nicht so viel. Okay. Ja. Geht nicht. Man so groß, das ist nicht gut. So, jetzt werden die Frühlingsrollen zusammengerollt. Probier ne? Du. Ich? Nein, Mama. Ich schaff das nicht. Schmeckt es überhaupt? Schmeckt nicht. Das ist wie Mehl. Mehl, ja. Muss eine Wei, one sehr lang und dann trocken. Dann ist es trocken, ja? Mm. Ah ja, jetzt ist es. Muss, ich habe gewaschen meine Hände. Ich habe meine Hände gewaschen. Mm-hmm. Sehr gut, Pina. Läuft. Und dann kommt es morgen ins Öl, ja? Mhm. Nimm Eier. Mhm. Und dann. Mhm. Eier, schön sieht das aus. Mittlerweile haben wir jetzt wirklich viele davon. So sieht das aus, 40 Stück fast insgesamt. Und wir nehmen die morgen alle mit zu der Party. Gut, Bina hat es gemacht. Mhm. Super. Danke.